Auf einem abgelegenen Parkplatz zeigt sich in den frühen Morgenstunden eine ganz besondere Spezies, der gemeine Pendler. Heute haben wir das Glück, zwei Männchen bei einem faszinierenden Schauspiel zu beobachten, der Bildung einer Fahrgemeinschaft. Jetzt wird es interessant. Ein aufmerksames Pendlerweibchen hat die Männchen ins Visier genommen und bewegt sich nun mit geschmeidiger Eleganz auf sie zu. Leider bleiben die Männchen völlig in ihrem Ritual versunken, taub für die Annäherungsversuche des Weibchens. Ihr Vorstoß bleibt ohne Erfolg. Von einer erhöhten Position aus behält das ranghöchste Männchen, der Silberrückenpendler, das Geschehen im Blick. Mit einem eindrucksvollen Lockruf bringt er die Gruppe zur Vernunft und leitet die kooperative Zusammenkunft ein, bei der sich die Pendler zur gemeinsamen Reise formieren. Dieses Zusammenfinden stärkt ihre Bindungen und erhöht die Sicherheit und Effizienz der Gruppe.